Hallo und herzlich willkommen zurück zur Weiterführungsfolge von God of War. Wir haben in der letzten Folge die restlichen Raben gesammelt und die Artefakte. Jetzt allerdings weiß ich halt nicht, was ich tun soll. Ich denke, wir versuchen heute mal ein paar Valkyren, um zu schauen, wie wir dagegen die kommen. Wenn das gut, relativ gut funktioniert, dann machen wir die Valkyren in den nächsten Folgen. Wenn es allerdings nicht funktioniert, dann werden wir erst die Hauptstory fertig machen und danach den Rest sammeln. Um euch nur dort Bescheid zu geben. Weil uns fehlt hier auch noch ein mystisches Tor am See der Neuen. Wo das ist, habe ich absolut keine Ahnung. Ich habe halt echt keine Vorstellung, woher das sein könnte, ne? Und dann ist irgendwas noch in Midgard komplett unentdeckt. Vielleicht kommt es halt echt nur mit der Story-Mission. Oder vielleicht hier hinten irgendwas, aber dafür müssen wir halt alle 8 Pillen platzieren. Das heißt, wir müssen zwei Valkyrien noch angehen. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt Kara. Diese wunderschöne Valkyrie, die ihr Monster gespawnt hat. Mal schauen, ob die Springerrüstung was hilft. Oder nicht. Habe ich auch irgendwas noch nicht erkundet, sagen wir es so. Vielleicht habe ich irgendwo einfach ein mystisches Tor übersehen, weil ich noch nicht alles habe. Aber ich habe eigentlich so gut wie jeden Ort, es fehlen halt nur noch die Valkyren. Und ein mystisches Tor. Ich habe echt keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Emir, du hattest doch eine Geschichte begonnen. Die Geschichte Berjelmirs beginnt in einem Ozean aus Blut. Endlich. Eine interessante Geschichte. Falls ihr es noch wisst, Ymir, der erste Riese, wurde von Odin mit einem Speer getötet. Mit seinem Blut beginnt unsere Geschichte. Ymirs magisches Blut strömte in einer so heftigen Sturzflut aus ihm heraus, dass eine große Überschwemmung folgte. Die Jötner waren nicht darauf gefasst und so wurden sie allesamt von der Flut davongetragen. Nicht nur Ymir, sondern das Volk der Riesen stand vor der Ausrottung. Damit wäre Odins Sieg vollkommen gewesen. Doch nicht alle von Ymirs Sippe starben an jenem Tag. In einem hohlen Baumstamm konnte sich der Frostriese Berjelmir über Wasser halten, ebenso wie seine Gemahlin. Wochenlang trieben sie umher, bis sie schließlich auf ein neues Land stießen. Sie nannten es Jötunheim und machten es zu ihrer neuen Heimat. Als Vater und Mutter brachten sie neue Generationen hervor und als König und Königin machten sie Jötunheim zu einem Land, in dem die Riesen niemandes Herrschaft mehr unterstanden. Berjelmir suchte niemals Vergeltung für Odins Gräuel. Dass er in Frieden lebte, war Rache genug. Er starb friedlich, inmitten seiner großen Sippschaft. Jeder erinnerte sich an ihn als Berjelmir den Geliebten. Berjelmir der Geliebte. So habe ich noch keine Geschichte enden hören. Zumindest keine wahre. Das tun wenige. Gut. Dann gucken wir mal, wie wir uns gegen die Valkyrien jetzt schlagen. Jetzt sind wir stärker, haben bessere Ausrüstung. Mal gucken. Vielleicht muss ich auch einfach gucken, wie es allgemein läuft. Ich probiere es jetzt nämlich nur mit der Kara-Ding, weil ich habe rausgefunden, unsere letzte Chaosflamme, die uns fehlt, die kriegen wir in Muspelheim, wenn wir die Valkyrie besiegen. Schon interessant, gell? Aber mal gucken. Wir versuchen jetzt einfach mal die Valkyrie hier. Und wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Kann man halt da nicht ändern. Dann müssen wir die Hauptstory machen. Oder besser gesagt, dann machen wir die Hauptstory und machen die Valkyren zum Schluss. Und den Rest, weil ich habe eigentlich vorgehabt, alles zu machen, bevor ich ins Finale gehe. Aber so wie es jetzt ausschaut, schaffe ich das wohl nicht. So, mal schauen, wie sie sich jetzt gegen uns schlägt. Komm hier schon.
Komm, kriegst du das ab. Und das hier. Das war dumm hier. Komm schon. Komm schon. Ach komm. Ich hab dich nicht mal anvisiert. Alter, Bro, weich doch aus. Achso. Spider-Man ist gerade drin. Ich hab dich nicht anvisiert. Komm schon. Komm, kriegst jetzt eins aufs Maul von mir. Kriegst eins aufs Maul, kriegst eins aufs Maul, kriegst eins aufs Maul. Dich wollte ich nicht töten, ich will die Valkyrie. Bro, das macht ordentlich Schaden hier. Riss. So, jetzt kriegst du sowas ab. Bro. Komm schon, jetzt kriegst du ordentlich eins ab. Die Valkyrie geht vollkommen. Komm schon. Komm, die Valkyrie geht voll. Geht vollkommen. Alter, steck doch wieder, steck doch die Klinge nicht weg. Jo. Komm schon. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm schon. Bro, Bro, ich hatte sie doch. Alter, jetzt waren die Monster im Weg. Alter, nee. Aber ich hatte sie fast. Also die ist voll machbar. Die ist voll machbar. Weil Kratos die Waffen weggesteckt hat. Ich hab das nicht wollen. Da steckt einfach die Waffen weg. Nicht das. Danke. So, hier. Dann mal das ab. Das wollte ich nicht. Und das wollte ich auch nicht. Komm, jetzt kriegst du einmal den ab. Und einmal den ab. Den ab. Also, da bist du. Komm schon. So, komm schon, komm, 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 jetzt kriegst du einmal das Rage Up. Komm, triff. Sagte, triff. Komm schon, treffen solltest du auch, Kratos. Aber egal. Komm schon. Komm schon. Komm. Triff, 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 triff. Komm schon. Friss. Friss hier. Ja, friss die ganzen Attacken. Gut. Komm schon. Komm schon, komm, 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 komm. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen weniger rede, aber ich muss ja ein bisschen auf die Gegner achten. Kann ich irgendwas Besseres einsetzen? Ja, hier. Komm hier. Komm. Komm schon. Komm schon. Ja? Komm, 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 komm. Ah, hab's, 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 die Valkyrie. Das ging jetzt easy. Zweiter Versuch. Sowas lässt sich ansehen. Passt. Bro. Gut. Freiheit! Der Fluch ist gebannt. Ist das ein schöner Tag? Die ist ja noch lauter als die letzte. Werteste, bitte sag uns, wieso hast du diese körperliche Gestalt und bekämpfst uns? Ich weiß es nicht. Die Seele einer Valkyrie verdirbt in körperlicher Gestalt. Wir gehören in die Geisterwelt und dorthin entschwinde ich nun. Lebt wohl!
Höre ich einen Raben? Bro! Wieso höre ich einen Raben? Oh, 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 ist das vielleicht Rüstung? Ich bin Mimir, der klügste Talisman. Erzeugt eine Weltenverschiebung, die gegen den Nähe vorübergehend verlangsamt, verbessert die Dauer der Weltenverschiebung. Oh, nee, danke. Sigrun, Königin der Walküren, sie wäre dazu fähig. Als ich sie zuletzt sah, hatte sie selbst eine körperliche Gestalt. Sie kam zu mir, lange nachdem Odin mich gefangen genommen hatte. Warum? Ja, wir hatten eine Vorgeschichte, könnte man wohl sagen. Im romantischen Sinn? Ach, Junge, du lässt mich erröten. Glaub ich. Kann ich erröten? Erst jagen wir diese Kreaturen, jetzt deine ehemalige Geliebte. Solche Ablenkung brauchen wir nicht. Es ist mehr als eine Ablenkung. Vater, das sind Walküren. Sie verhindern, dass die toten Midgard überrennen. Dann verstehen sie ihr Handwerk nicht. Es ist nicht ihre Schuld. Jemand hat sie verändert. Von ihrer Pflicht abgehalten. Die Königin? Ja, ich bin nicht sicher. Wir sollten noch mehr befragen. Sofern diese Ablenkung gebilligt wird. Oh. Warum sind mehr Raben drin als angezeigt? Also, ach so. Ich denke, es sind einfach mehr Raben da. Damit wir alle finden, Bro. Das heißt, du kannst ein, zwei gern mal übersehen, aber es sind halt mehr da. Okay. Aber die Valkyrie war gerade echt machbar. Bro, die ist komplett machbar gewesen. Wenn die anderen genauso noch so sind ungefähr, dann passt's ja. Gestorben bin ich ja wegen meiner eigenen Dummheit. So, welche Probleme denn noch? Wir haben noch einen in Midgard zu tun. Dann gehen wir mal zu der anderen, wo ich extreme Probleme hatte. Und zwar die hier. Moment, jetzt kann ich kurz überprüfen. Habe ich tatsächlich nur noch eine zu tun in Midgard? Erstmal gehen wir weiter in der Zwischenwelt und schauen, dass wir jetzt vorankommen. Und dann, naja... Er hat tatsächlich noch eine Valkyrie. Aber ich weiß echt nicht, wo das letzte mystische Tor sein soll im See der Neuen. Kriegen wir das noch? Habe ich das übersehen? Weiß ich alles nicht. Und ich habe jetzt keinen Spaß aus Rage mehr, das wird interessant. Das wird tatsächlich interessant. Komm hier, erstmal alles fressen. Wo bist du denn? Komm, ja, alles in Ordnung, Atreus. Ja, komm, 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 komm. Komm schon, komm, komm, komm. Aber ich kann es immer noch nicht abwehren. Also ich muss sie echt früh besiegen. Komm schon. Aha. Das ist ja die. Bro! Bro! Ja, die, Alter. What the fuck ist das denn für eine? Da kann ich irgendwie nichts abwehren von. Wie? Soll das bitte gehen? Die kann ich nicht besiegen. Bro, wie soll ich die bitte besiegen? Alter. Ja, ich kann es echt nicht abwehren. So, das kann ich aber abwehren. So, einmal das. Das. Ein bisschen. Hier, so, aber muss ich ja so eine Rede sein für. Verstanden. Gut, das geht. Das geht. Teilweise kann ich sie besiegen. Das funktioniert. Ich muss sie im richtigen Zeitpunkt angreifen.
Komm schon. Komm schon. Alles in Ordnung? Ja. Bro, Alter. Die muss man irgendwie im richtigen Moment angreifen. Alter, aber wie? Wie? Ich habe schon eine der besseren Rüstungen, die in Muspelheim kriege ich nicht mehr zusammen. Die von Niflheim, die kriege ich nicht zusammen, da brauche ich eine stärkere für. Ich hoffe irgendwie gerade auf die Valkyrenrüstung, ne? Bro. Komm schon. Komm hier, einfach fressen, 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 fressen. Ich krieg halt ordentlich Schaden zusammen, aber dass der Schaden auch bleibt, ne? Ich muss also, wenn es in der Luft ist, mit Atreus schießen, ne? Und da muss ich ausweichen für. Gut, das war dumm, das war meine Schuld. So, jetzt muss ich ein bisschen weg. Und ich war nicht weit genug weg. Alter, boah, Alter, ne. Ne, gell? Irgendwie verstehe ich nicht. Wie kriege ich die kaputt? Kann ich die abwehren, die Projektile? Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, wir versuchen eine andere Valkyrie. Ich weiß halt echt nicht, wie ich die da kaputt kriegen soll. Ne, da habe ich echt keine Ahnung von. Nimm mal die noch in Helheim, Alfheim und Muspelheim. Wo ist die achte? Ich habe echt keine Ahnung. Könnte vielleicht eine in Niflheim sein. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Da dürften die letzten Weltenrisse sein, die ich machen muss in Niflheim. Aber naja. Wie es ausschaut, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich eventuell noch Versuche, die Valkyren zu machen. Und da dann, wenn das nichts wird, dann Hauptstory. Hauptstory. Dann, wohin gehen wir als erstes? Ja, ich probiere die in Alfheim als erstes. Alfheim als erstes. Vanaheim ist nicht verfügbar. Jüttenheim, Weltkristall fehlt. Alfheim. Alfheim. Muspelheim, Helheim, würde ich sagen. So ungefähr. Kann ich irgendwie noch stärker werden? Irgendeine Rüstung habe ich ja, die Springerrüstung, die ist Max. Das passt. Ruhen, Glück, Wehr, Abwehr. Abwehr geht nach oben, aber Ruhen geht runter. Ne, ich lasse es einfach mal. Ich lasse es einfach mal. Ich lasse es einfach. Ich lasse es. So, jetzt probieren wir die Valkyrie. Und dann gucken wir es. Aha. Ja, gut. Mehr als probieren kann ich nicht. Und wenn ich auch nur jetzt, eine habe ich ja jetzt schon besiegt. Wenn ich jetzt noch die in Alfheim und Muspelheim und in Helheim hinkriege, dann bin ich ja froh. Aber da muss ich die eigentlich auch hinkriegen. Weil die hier in Alfheim hat, glaube ich, oder die, irgendeine hat die gleichen Angriffsmuster. Ich weiß aber nicht mehr welche. Mal schauen. So. Da fehlt auch noch ein Rabe in dieser Welt. Der ist in der Kammer. Ist er hier in der Kammer oder draußen? Das werden wir gleich sehen oder hören. Da sehen schon. Damit haben wir alle Raben. Valkyrie! Ja, die auf dem Berg ist scheinbar eine stärkere.
Ja, die ist ja easy. Hier kommt Fristas. Ist. Ja, die ist easy. Die ist ja easy. Die hier ist ja easy, Alter. Bro, Alter. Bro, Bro, Bro. Und Valkyrie, du kriegst einen ab. Hier, friss, 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 Valkyrie. Valkyrie, friss, friss, friss. Ja, dein Schaden macht mir im Moment auch nichts mehr. Du bist relativ langsam. Bro. Komm schon. Komm schon. Komm schon, ich hab lang, ich hab gesagt, du bist einfach. Also bist du einfach. Ach komm, Alter, aber die ist einfach. Mann! Diese Angriffe, ne, haben nicht getroffen. Nix trifft einfach bei mir gerade. Nix. Aber die ist machbar. Machbar. Zwei Valkyren reichen ja. Zwei gemacht. Zwei besiegt, sagen wir es so. Eine versucht. Die machen wir dann als letztes. Ich brauche halt Spartas Rage für die andere, glaube ich. So, anvisieren also nicht. Hier kriegst eins ab. Bro, jetzt ist auf einmal angriffslustiger drauf. Kriegst eins ab, Alter. Ja, kriegst eins ab, aber sowas von. Komm schon. Komm, 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 komm. Mhm. Komm schon, ab, ausweichen, Akratos. Ach komm! Komm, Alter! Wenn die fertig sind, dann dürfte das funktionieren, ja. Fertig? Wo bist du? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja, das wird gerade tatsächlich was. Komm schon, das könnte jetzt tatsächlich was werden. Bro! Nicht zu viel wollen. Ach komm, hätte loslassen müssen. Mann! Ich krieg zu viel Schaden auf einmal. Die Rüstung hat zwar nicht... Ich brauch irgendwas Starkes, was mit viel Abwehr. Oder ich benutze bei den anderen Valkyrie die Sindri-Rüstung. Die gibt's ja auch noch. So, kriegst nochmal das aufs Maul. Und das kriegst auch aufs Maul. Komm schon. Einfach schon ein paar Lebensbalken weg. Komm, Alter. Dass dieses Rundumblick nicht funktioniert. Ach komm, ich wollte schon wieder ausweichen. Ausweichen, 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 ausweichen wollte ich schon wieder. Ich habe den Bonus gar nicht aktiviert. Komm schon. Alter. Ja.
Bro, ausgewichen noch. Kriegst du das einfach aufs Maul? Ich brauche halt irgendwas. Oh, Bro. Ach komm, Mann. Wieso kriege ich die jetzt nicht hin? Naja. Ich probiere es mal dann mal mit anderen Rüstungen. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge hier. Ich werde jetzt off-cam schnell die Rüstung holen und wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Ciao. Euer Gladius.